Hallo, hier ist Mandy. Wir starten in dieses Video mit einer Textaufgabe. Ein Glaser soll ein kaputtes Kirchenfenster neu verglasen. Um den Materialbedarf einschätzen zu können, benötigt er den Flächeninhalt der Fenster. Er hat die Fenster ausgemessen und erhielt die folgenden Werte. Den Flächeninhalt der rechteckigen blauen Fenster kann er leicht berechnen. Aber wie kann man den Flächeninhalt der oberen orangen Fenster bestimmen? Dazu hilft uns das Rechteckverfahren. Es ist ein vergleichsweise einfaches numerisches Integrationsverfahren. Mithilfe eines solchen Verfahrens kann man den Flächeninhalt einer gekrümmten Fläche näherungsweise bestimmen. Diese Methode ist genau dann sinnvoll, wenn man zum Beispiel die Integralfunktion einer Funktion nicht kennt. Das ist bei bestimmten Funktionsgleichungen der Fall. Damit wir herausfinden können, wie das Rechteckverfahren genau funktioniert, berechnen wir die Fläche einerseits mithilfe des Rechteckverfahrens und andererseits mit dem bestimmten Integral. Die obere Begrenzungslinie der gekrümmten orangenen Fensterflächen kann man zum Beispiel mithilfe der Funktionsgleichung f von x gleich minus 15 Achtel x² plus 0,3 angeben. Zur weiteren Berechnung konzentrieren wir uns auf die Funktionen im Koordinatensystem. Ziel ist es, den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com